Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir spielen Rush. Da drüben sind die Feinde, da sind wir und in meinem Team sind Tyrell und Hexacore. Hello. Hm. Hallo. So, perfekt. Und jetzt habe ich die Ansprache vergessen mit Aufsehen. Egal. Wir spielen gerade Minecraft Rush. Das habe ich jetzt einfach nochmal gesagt. Ja, kein Problem. Naja, läuft. Ich werde dann denke ich, hier wieder coole Sachen rausschnibbeln. Erklär erst mal, was das ist hier. Also das ist unsere Basis, da drüben ist die feindliche Basis. Das ist unsere Basis. Unsere sieht eh viel schöner aus. Ja, auf jeden Fall. Hier, unsere Treppe ist auch wunderschön. Ziel ist es nämlich, das Bettchen der Feinde wegzunehmen, zu klauen, abzubauen, zu klauen praktisch und alle zu töten. Wir wollen eh nichts tun, außer die wegspringen. Genau. Der erste Sprengversuch ist schon in die Hose gegangen. Es war nämlich keiner von uns da, der das Bett dann aufgefangen hat. Das Abgesprengte. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Nein! Das können wir ein bisschen nerven. Oh Gott, ist die Treppe hoch. Ich habe da echt ein bisschen übertrieben. Ja, hättest du die niedriger gebaut, hätten wir runterspringen können. Na stimmt, dann hätten so ein paar Guerilla-Angriffe. Gut, wir können es natürlich riskieren, einfach runterzuspringen. Wenn wir sterben, ist ja relativ... Eigentlich ist es egal, das stimmt. Uninteressant, weil unser Bett lebt ja noch. Vielleicht sind sie aber auch so klug und bauen ihr Dach hoch. Ach, guck mal, ich schieße jetzt mal erstmal auf Darklink. Ah, nee, mal. Ich treffe gar keinen. Hey, wieso rennen wir Ameisen? Mal eine Frage, man kriegt so viel Bronze, was kann man mit denen anfangen? Wir haben ja schon viele Stacks Bronze. Damit kannst du den Sandstein. Ja, aber man muss ja nicht mehr zubauen. Also ich meine, wir können. Die bauen gerade zu. Ich habe schon ein paar. Da wir draufspringen, aber ich glaube, da sterben wir 100%. Ja, ich glaube auch. Dann lass vielleicht. Warte mal. Runter, man kann ja kaum runterbauen, ne? Wir könnten theoretisch einfach jetzt ein Stück runtergehen hinten bei der Treppe und halt einen neuen Weg rüber machen und dann angreifen. Wir haben Protection, ich weiß aber nicht, wofür das genau... Guck mal, soll ich einfach kurz meine Sachen geben? Der Bogen war und der Pfeil war teuer. Dann kannst du das ja kurz aufbewahren und ich springe einfach mal. Hier, ich gebe dir noch direkt Jump. Ich kann dir 9 TNT geben. Na, wenn du ohne Rüstung springst, dann bist du auf jeden Fall bist du tot. Achso, stimmt. Okay, gut, dann bräuchte ich doch Rüstung. Und Tyrell, was? Wie, wo? Warum? Ich habe 9 TNT. Also Mehrzahl von TNT. 9. Und eine Zigarettenanzünder-Ding. Ach so, ist natürlich edel, aber wenn wir jetzt das Dach wegsprengen, sieht schlecht aus. Wir könnten es natürlich wegsprengen, aber dann würden wir tiefer fallen. Ja, genau. Ich bräuchte ja noch meinen. Gerade getroffen. Hast du das? Ich glaube, ich nehme doch noch mein Schwert mit. Ach so. Die waren's. Ja, Moment, soll ich jetzt echt. Sie wehren sich. Aber ich kann da jetzt nicht damit runtergehen. Guck mal, auf wie die schießen. Ich habe keine Chestplate. Ich gehe mir eine Chestplate holen. Okay, ich zünd's mal an. Bauen hier eigentlich Monster? Oh, guck mal. Nee, Monster habe ich ausgestellt. Am besten... Sinnvoller. Guck mal, Tyrell, ich gebe dir das wieder. Kann ich mir dein Schwert ausleihen? Ich spring mal runter. Vielleicht sterbe ich. Deswegen habe ich dir jetzt mal alles wieder gegeben. Pass auf, dass ich nicht runterschieße. Oh mein Gott. Haben die das Thema? Wo gibt's denn die Schwert? Ja, ein Schwert, weil ich wollte jetzt runtergehen. Vielleicht kann ich irgendwie dankeschön. Wow. Okay. Also ich überweise dir dann. Boah, da wird geschossen schon. Also ich mach mal den Test, ob man runterspringen kann. Natürlich springe ich nicht, sondern laufe. Hey! Au. Okay. Es klappt nicht so ganz. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin gestorben. Ich seh's. Vielleicht haben wir noch. Aber es glaube ich keine bessere Rüstung. Doch, gibt es. Warte mal. Mal das. Boah, Mist. Achso, ich hab mir's gerade rausgenommen. Moment, gleich. Ich höre mir gerade noch schnell die Chestplate. Du kannst dieses Level. Welches Level hast du gehabt? Die Chestplate? Ja, ich weiß nicht. Level 3. Das weiß ich nicht. Ich wollte mir jetzt halt Level. Die kostet irgendwie mehr Bronze. Ich habe Protection 3. Ich hole mir jetzt mal einen Level 3er Chestplate. So, den Rest lege ich hier wieder rein, ne? Ja. So, dann ziehe ich mir die mal an. Und hol dir, warte, nimm dir mal. Ich gebe dir mal einen goldenen Apfel. Einen goldenen Apple? Aber falls du das überlebst. Achso, kannst du den direkt fressen? Meinst du, ich soll nochmal runterspringen? Ich dachte, wir bauen einfach geschwind mit Sandstein, den wir gerade nicht haben anscheinend. Oh, die bauen sich hier hin. Bauen sie sich hin? Wollen sie machen. Ja. Ist ihr Weg etwas... Ach, guck mal, der ist ziemlich niedrig, der Weg. Schade. Ich dachte, ne, wenn er so auf halber Höhe gewesen wäre, hätten wir einfach von oben... Ah, wir können sie runterschießen. Hey, wo sind die Bögen? Ich bräuchte meinen Bögen. Mein Bögen. 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 Am 8 Gold. Weil wenn wir... wir Mann. Ist mein Bogen... Wo ist der? Wem habe ich den gegeben? Tyrell oder Hexacore? Nicht. Sehe ich gerade. Dankeschön, und noch einen Pfeil? Hast du zwei oder? Nope, ich habe nur. Ah, doch. Dadurch, dass du mir deinen gegeben hast. Danke. Da. Weil so können wir sie aufhalten. Warte, wo kommen die denn? Da drüben. Da.
Gucken wir mal, vielleicht treffe ich die. Mach ich mir den nochmal Sandstein? Ist es der hier? Nee, der? Nee. Scheiße, ich sehe nicht, wo die Pfeile hinfliegen. Ne, fast. Oh ja. Aber seitlich ist besser. Ja, ich. Ja, jetzt haben sie reagiert. Genau, das wollte ich jetzt machen. Ich wollte mich jetzt hier seitlich rüberbauen, die abknallen. Aber wohl, das ist zu niedrig. Ein bisschen höher. Dann können wir sie gescheit knallen. Dann ist es auch direkt der Weg, der uns möglicherweise in den Sieg führt. Pass mal auf, wie ich jetzt. Möglicherweise. Ah, fast getroffen. Krass. Ach, guck mal, jetzt bauen sie sich sogar. Jetzt bauen sie sich richtig ein. Gar nicht mal so unklug. Getroffen? Hey, die sind echt nicht von schlechten Eltern. Ja. Mann, ich sehe überhaupt nicht, wo meine Pfeile landen. Ich kann überhaupt nicht abschätzen, wo ich gerade hinschieße. Ja, das ist echt ein bisschen. Jetzt gehen sie gerade etwas in Rückzug. Jetzt baue ich unseren Weg und der ist oberhalb. Ist eigentlich besser, oder? Ja. Ja, wenn der höher ist als den ihrer, ja. Es ist zwar nicht extrem. Ah, da können wir einfach auf ihren draufspringen. Pass mal auf. Hexaco, hast du noch Steine, um hier die Ding zu ziehen? Nicht viele. Versuchen wir noch. Ein Stück. Wir sind gleich da. Pass mal auf, damit. Ah, jetzt habe ich kein Schwert dabei. Kann mir kurz jemand ein Schwert schmeißen? Ja. Oder TNT runterwerfen. Oder? Warte, bleib mal stehen. Ja. Danke. Warte, die schießen uns runter, Alter, warte. Fuck. Oh, keine Call of Duty Aiming Skills. Lon. Verdammt. Ich geh runter. Au. Ich bin da. Ich bin jetzt bei Ihnen in Ihrer komischen. In Ihrem Weg. Soll ich den Weg einfach abbauen? Ja, das würde aber nicht viel Sinn ergeben. Ja, die schießen uns jetzt von da runter, ne? Wir sind cool. Aber shit, was ist jetzt? Das wird echt hart. Da. Olli kommt über mir. Ja. Ah, jetzt habe ich natürlich nichts dabei, um ihn über mir. Um ihn runterzubuddeln zu können. Also ich komme dir mal näher. Ja, ich habe Dark Link jetzt unter Beschuss. Habe ihn schon einmal getroffen. Nochmal. Oh oh. Graben sich gerade hoch. Will gerade einer oben zur oberen kommen? Plattform. Ich sehe ihn. Oberen Plattform da. Spli. Das ist keine gute Sache. Ich habe ihn gleich. Nein, er ist oben. Wir müssen zurückgehen. Oh fuck, wir kommen gerade. Wir können nicht zurück. Okay, komm, dann müssen wir in Angriff gehen. Okay, dann. Okay, Dark Link frisst gerade ordentlich. Ja! Okay. Wo sind denn ihre Sachen? Nein, jetzt hast du mich eingebaut. Oh, sorry, warte, hast du was zum Abbauen? Ja. Okay. Oh, die kommen. Ah, da kommt einer. Scheiße, und ich komme nicht zu denen rein. Wo geht's da rein? Einfach die Decke aufbuddeln. Hast du was zum Aufbuddeln? Perfekt. Okay, komm. Scheiße. Warte, nicht runter. Nicht. Lee ist da hier. Der ist runtergefallen. Geil. Die haben ihr Bettchen versteckt. Die haben ihr Bettchen versteckt. Das ist. Lol. Lee left. Oh. Ich glaube, Olli hat's einfach im Sack, weißt du? Weißt du, ich kann nicht. Shit, ich bin gestorben. Weißt du, ich denke, Olli hat's abgebaut, nachdem Dark Link gestorben ist und wollte es verstecken. Ja. Und dadurch konnte Blee nicht respawnen. Ich bin alleine. Okay, komm dann. Aber ich sehe seinen Namen. Okay, Moment, ich. Tyrell, wenn du willst, kannst du rübergehen. Dann decke ich hier. Los, stirb noch! Versuche ich mich jetzt noch schnell hardcore auszurüsten, ist er noch? Ja! Ich habe ihn runtergekickt. Die haben das Bett locker oben hingestellt. Oder er hat's halt im Sack. Ja, dann wäre aber doof, weil jetzt ist er gerade gestorben. Ja, dann wären beide gestorben, ja. Locker, warte, ich mach hier hoch. Boah, Alter, ich glaube, ich hab locker einen Puls von 180. Das geht schon ab, ne? Ist so. Ich hart. Ganz schön. Nein. Ganz schön verkämpft. Okay, also. Irgendwas. Ich glaube, die spawnen nicht mehr. Ich glaube, er hat es wirklich bei. Das wäre natürlich gut für uns. Doof. Also für die doof, für uns gut. Weil ich sehe hier keinen mehr. Auch nicht. Also die haben das wohl nicht. Ist weg. Okay. Yeah! Jawohl, wir haben gewonnen. Hey! Yeah! Ich habe ihn getötet.
Ja, wenn er erst mit in den Tod gerissen hat. Oh. Ah, bin auch tot. Tot. Der Olli, der alte Bock. Hat das im Deckel gehabt bestimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es hatte. Ja, ich auch. So, na okay, gut, dann ist es jetzt. Aber das wäre irgendwie ziemlich. Ne, das ist. Irgendwie doof. Also na, ich bin einfach für die Pros. Das ist halt. Find ich auch. Ja, ist halt echt im Gelaufen, aber wir haben echt. Wir haben halt viel Druck gemacht dann auch. Ja. Durch unseren Angriff über ihren eigenen Weg. Und was ist mit Blee passiert? Tyrell ist einfach runtergefallen? Ich hab den runtergekickt. Ach so. Ein Schwert. Dann hat er ja geleftet. Ja, weil. Wahrscheinlich ist er dann nicht mehr neu gespawnt, weil Olli ja das Bettchen in der Hand hatte und dann ist er direkt gegangen. Ja,